Auf geht's nach Berlin. Ich wurde eingeladen von Rossmann zu einem Blogger-Event. Und zwar gibt's von Rivaldi Loop ganz viele tolle Neuigkeiten. Eine neue Theke, nämlich, und ich muss mich jetzt total beeilen, damit ich meinen Zug nicht verpasse. Wir sehen uns in Berlin. Rossmann Eigenmarke, Rivaldi Loop. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich hoffe, dass wir zwei ganz tolle Tage miteinander verbringen werden, die für euch besonders natürlich ganz, ganz spannend sind und den Nagellack hier, den finde ich total schön. Passend zu meinen Ringen, finde ich. Das ist so ein richtig schöner Pastellton. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe, dass ich es richtig einfangen kann. Toll, oder? Also, wir haben jetzt hier die Nagellacke. Schaut mal, was für schöne Farben dabei sind. Und zwar nennt es sich zwei Steps, sagt ja schon der Name, ne? Ihr tragt euch erst den Nagellack auf und dann habt ihr hier dieses Produkt. Das müsst ihr euch danach auftragen. Das ist der Topcoat. Und dann trocknet es super schnell und ihr habt wirklich ein richtig geiles Ergebnis. Bei denen hier ist es so, dass ihr ja wie so eine Art Nagelstudio-Ergebnis habt. Aber natürlich keine Gelnägel. Sieht auch richtig toll aus. Hat auch gerade eine Bloggerin drauf gehabt. Dann hier wurde natürlich der Metallic-Look aufgegriffen, ganz klar. Ne? Ist ja jetzt super modern. Und dann haben wir hier Shine, Endless Shine, ne? Sagt ja schon der Name. Und hier haben wir dann noch die matten Farben. Also matt ist ja auch total im Trend und da finde ich, sieht die Range auch total schön aus, also die Farbauswahl. Und dann haben wir hier noch diesen Nail Primer, der soll wohl ganz gut sein. Allerdings nicht für die Frauen, die brüchige Nägel haben, weil das Öl irgendwie entzieht, so habe ich das jetzt verstanden. Und dann haben wir hier aber noch diesen Calcium Nail Power und dieses Produkt hier. Ich habe meinen Liebling gefunden und zwar diesen hier. Damit könnt ihr euer Gesicht richtig schön erwärmen. Das ist ein Bronzer, könntet ihr aber auch natürlich als Lidschatten verwenden. Ich habe das jetzt mal geswatcht und es passt auf meine Haut richtig gut. Bei dem hier leider nicht so für meinen Farbton, Hautfarbton geeignet. Also den hat man jetzt kaum bei mir gesehen, was ich ein bisschen schade fand. Aber wie gesagt, ich habe ja meinen Liebling gefunden und zwar ist es dieser hier. Und ich sage euch auch, wie er heißt. Und zwar nennt er sich 02 Bronze. Richtig toll. Also den werde ich mir definitiv zulegen. Der ist richtig toll. Hey. Oh, yeah. I've been trying to take my eyes Richtig cool hier. Ich führe euch mal eben ein bisschen rum. So.
zeige euch das. So sieht das aus. Vorne sitzt schon die Karin. Da geht es zu den Aufzügen. Ja, so sieht das aus. Und jetzt gibt es eine kleine Roomtour für euch. Es interessiert euch ja immer, wie die Hotels so aussehen. Ich war hier tatsächlich in diesem Hotel schon, und zwar zur Guido Maria Kretschmer Aftershow Party. Dazu wurden wir eingeladen zur Fashion Week. Und daher kenne ich dieses Hotel. Es ist so, so cool. So sieht es jetzt hier aus. Wir hatten jetzt hier auch eine Goodie Bag. Zeige ich euch dann auch noch, was darin enthalten ist. Bin ich auch schon gespannt. Und das Bad sieht so, so cool aus. Schaut euch bitte die Dusche an, wie cool das aussieht. Das Hotel ist einfach total fancy, ne? Hier pink. Da ist noch die Toilette. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Also ich finde es richtig cool. Ich habe, wie gesagt, voll das Déjà-vu gerade. Und freue mich, wieder hier zu sein. Hier ist übrigens mein Outfit. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ja, die Bluse, die habe ich schon eine ganze Weile. Ich mag die super gerne, weil die eben so ein schönes Muster hat und mit Spitze ist. Hier habe ich meinen Schmuck von Leonardo und den Ring. Den hatte ich euch ja auch schon gezeigt vorhin, ne? Ja, und ich freue mich jetzt schon auf dieses Bettchen. Ich bin nämlich total kaputt. Und hier drin ist der Fernseher. Richtig cool, oder? Und ja, ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal soweit fertig und ziehe meine Jacke aus. Und dann melde ich mich nochmal bei euch. Hallo Moritz. Hallo. Und? Wie geht's euch? Was macht ihr so? Hallo Lassie, wie geht's dir, mein Schatz? Gut. Was machst du? Also, im Garten versuche ich, die Winkel zu schießen. Ah, cool. Habt ihr was gegessen? Ja, bis jetzt erst angekommen. Ja, im Hotel halt, weil wir sind direkt zum Event gefahren. Ja. Ach so. Ja. Hast gedacht, dass ich jetzt erst in Berlin angekommen bin, ja, mein Schatz? Du bist süß. Ja. Okay, mein Schatz. Dann schlaf gut heute Abend, ja? Okay, ja. Ja. So, jetzt habe ich noch mit meinen Jungs telefoniert und habe ihnen eine gute Nacht gewünscht. Und ich bin auch echt so, so durch. Ne? Ich bin so müde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir haben es zwar erst 9, kurz nach 9 haben wir es jetzt, aber die Fahrerei und ja, das Ganze, ne, so die Events, die schlauchen dann halt schon. Diese ganzen Infos, die neuen Eindrücke, diese ganzen Leute. Und ich möchte mich dann natürlich auch immer konzentrieren und voll mit dabei sein. Aber jetzt bin ich echt kaputt. Also ich bin ja mit dem Zug 4,5 Stunden gefahren oder fast 5, meine ich. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, auf jeden Fall ewig lang. Und ich wollte euch noch ganz kurz meine Goodie Bag zeigen. Hier ist sie. Richtig cool. Ich freue mich da jetzt riesig drüber, denn das ist so unterteilt. Schaut mal. Und die kann ich dann weiterhin mit auf Reisen mitnehmen. So was habe ich noch gesucht. Und jetzt bin ich total glücklich, weil sie mir auch vom Design her richtig gut gefällt. Hier sind verschiedene Produkte drin. Ich denke, ihr könnt sehen, eine Handcreme, dann diese Pads für unters Auge, eine Mascara und dann habe ich noch einen Pinsel und hier diese Concealer Cream und ja, ich freue mich total. Lippenstift, da schaue ich dann mal, welche Farbe. Aber jetzt bin ich total kaputt. Ich wollte euch das eigentlich unten noch abfilmen, weil da ist so Party und Musik und da ist auch Eröffnung der Terrasse, meine ich, hätte ich irgendwie gesehen. Aber ich bin so kaputt. Ich bin einfach nur kaputt. Und ich mache mir jetzt mal einen Fernseher an, schminke mich ab, mache mich soweit fertig. Ich wollte noch was bearbeiten. Ich habe meinen Laptop auch dabei. Und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich dann morgen wieder bei euch. Also, bis dann. Tschüss. Guten Morgen. Das ist mein Outfit für heute. Ich habe mich jetzt soweit fertig gemacht. Natürlich habe ich auch das Bett gemacht, wie immer. Ihr wisst, das ist so ein Tick von mir. Auch wenn ich jetzt abreise. Eigentlich hatte ich für heute ein Kleid vorgesehen, aber mir ist so kalt. Deshalb ziehe ich das jetzt nochmal an. Das hatte ich eigentlich schon auf der Fahrt an. Und jetzt muss ich mich total beeilen, weil es jetzt zum Frühstück runtergeht. Ich zeige euch das jetzt hier mal. Sieht so cool aus. Tada! Ja, und jetzt muss ich mich echt beeilen, weil ich zum Frühstück muss, wie gesagt. Da vorne ist der Aufzug. Der ist auch richtig, richtig, richtig cool. Da ist er, der Aufzug. Ups. Alles mitgenommen. Frühstück. Yay. Ich habe Hunger. So, wir warten auf die
mal schauen, was uns heute erwartet. Yay! Der Fernsehturm. Yeah. Endlich sehe ich mal was hier in Berlin. Nicht immer nur in Event-Locations, sondern ich sehe auch mal was. Cool. Es wird in der Zeitraum ein bisschen streng, deshalb habe ich euch schon ein bisschen vorgearbeitet. Also wir basteln jetzt. Wie gesagt, ich habe mir jetzt hier sowas ausgesucht. Ein Armkettchen. Karin stöhnt schon. Karin, alles gut bei dir? Alles gut. Nein, ich freue mich drauf. Okay, also, wie gesagt, ich mache hier diese Kette und ein Armkettchen. Und hier habe ich Nagellack und eine kleine Schrift. Bin mal gespannt, ob das was wird. Sophia hat Bilder mit mir gemacht draußen. Wir essen jetzt, zeigst du es mal? Ja, ja, genau. Ja. Lecker, ich habe voll Hunger. Und ja, wir hatten jetzt noch so einen Workshop. Und dann sage ich, erzähle euch dann später mehr. Hallo, ich liebe Elena. Wir müssen unbedingt bei ihr vorbeischauen. Ja, schaut vorbei. Schaut vorbei, ich verlinke euch hier ihren Kanal und so. Vielen Dank. Wie heißt der nochmal? Elena's Mac. Total einfach, kann man sich merken. Steht aber nochmal in der Info. Genau. Voll süß. Und also, wir lassen uns schmecken. Ich muss euch nochmal die Sophia zeigen, weil sie auch so schön ist. Sie ist echt so schön, ne? Aber die kennt ihr ja bestimmt. So, das Event ist jetzt zu Ende. Wir werden jetzt mit Shuttles zum Bahnhof gefahren. Hier richtig geil, der Hinterhof. Da vorne war die Location. Ich wollte euch das mal ganz kurz abfilmen, weil ich das so cool finde hier in Berlin. Und ja, das ist so typisch Berlin, ne? Also richtig genial. Sowas sieht man jetzt bei uns eher nicht. Deshalb wollte ich es euch mal ganz kurz zeigen. Und ja, wir fahren jetzt zum Bahnhof. Yay! Ich bin wieder zu Hause angekommen und es war so, so schön in Berlin. Ein ganz, ganz tolles Event von Rossmann. Ganz viele tolle Neuigkeiten von Rival de Loup. Ihr habt es gesehen, die Theke ist der absolute Wahnsinn. Da hat sich wirklich einiges getan. So eine wunderschöne Box hier werde ich an euch verlosen. Und hier ist die wunderschöne Sophia, die ich ja kennenlernen durfte. Ihr kennt sie ja mit Sicherheit. Hier sind die Produkte. Und diese Goodiebag hier, die habe ich euch ja schon gezeigt. Die Tasche, die habe ich ja so gefeiert. Die ist so genial mit dieser Abtrennung hier. Also richtig toll. Und hier ist noch die Goodiebag. Die packe ich jetzt mal aus und zeige euch den Inhalt. So, das ist der Inhalt von der Goodiebag. Ich bin schon gespannt, die Produkte zu testen. Das habe ich ja doppelt hier in dieser Box. Deswegen geht es auch noch an euch. Und ich schaue mal, was ich noch doppelt habe. Dann packe ich das noch in das Gewinnerpaket. Und falls ihr so eine wunderschöne Box hier gewinnen möchtet, dann schaut unten mal in die Infobox. Ich schreibe euch dazu alle Teilnahmebedingungen mal rein. Und ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Macht's gut, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!